Hallo ihr Lieben, heute sind wir an einem ganz besonderen Ort der Lemgoer Stadtgeschichte, nämlich am sogenannten Stumpfen Turm. Das ist eigentlich der Rest der ehemaligen Kirche St. Johannes Extramuros. Das ist Latein und bedeutet auf Deutsch St. Johann außerhalb der Mauern, sprich vor den Stadttoren, vor den Stadtmauern. Und man vermutet immer, dass diese Kirche bereits ein oder zwei Vorgängergebäude hatte, die in der Zeit von Karl dem Großen, also im 8. Jahrhundert, entstanden sein soll. Diese Vermutungen konnten vor einigen Jahren durch Ausgrabungen und durch Datierungsergebnisse unterstützt werden. Man hat hier auf dem Friedhof, den wir hier vor uns sehen können, direkt am Turm einige alte Gräber gefunden und hat die Knochen, die man dort gefunden hat, datiert. Und durch diese Datierungen kann man wirklich feststellen, dass diese ersten christlichen Begräbnisstätten, die es hier gab, aus der Zeit um 780 stammen. Und das stützt natürlich dann wieder die These, dass an dieser Stelle in der Zeit der sogenannten Sachsenkriege, die Karl der Große zwischen, na, sagen wir 770 und 800 hier in der Region gegen die damals noch nicht getauften heidnischen Sachsen geführt hat, hier an dieser Stelle eine Missions- und Täuferkirche hat errichten lassen, um von hier aus die Christianisierung der Region voranzutreiben. Also eine ganz wichtige Stelle für die Zeit vor der Stadtgründung von Lemgo. Und nachdem man dann vor gut 800 Jahren die Stadt Lemgo gegründet hat, ließ man dieses Gelände, diese Kirche, außerhalb der Stadtanlagen, weil sie dem Landesherrn gehörte. Und die Lemgo haben ihre eigenen Kirchen gebaut mit der Nikolaikirche, der Marienkirche und allen anderen, die danach folgen sollten. Was hier am Ort auch noch besonders ist, das sind nicht nur diese wunderschönen alten Grabsteine, die wir uns gleich noch mal ein bisschen näher anschauen, sondern auch oben im Turm, dort gibt es noch zwei alte Glocken. Und eine davon ist die älteste Glocke, die es in Lippe gibt, nämlich aus der Zeit 1398. Diese Glocke ist datiert, sodass man das auch wirklich nachvollziehen kann. Und jetzt gehen wir einmal noch mal ein Stückchen näher ran und schauen uns einmal einen der alten Grabsteine an, mit dem Blick von dort aus auf den sogenannten Stumpfen Turm. Und damit werde ich mich dann auch für heute von dieser Stelle verabschieden. Macht's gut und bleibt gesund.